Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem versprochenen Packvideo. Ich hatte euch auf Twitter gefragt, ob ihr euch dieses Video wünscht. Ihr habt ja gesagt und hier kommt es. Ich fahre morgen nach Berlin für ein paar Tage und von dort aus an die polnische Ostsee für eine Woche. Also ich werde so ungefähr 10 Tage weg sein. Und ich habe mir vorgenommen, mit einem kleinen Koffer, mit einem kleinen Koffer zu verreisen. Also die Betonung liegt auf einen Koffer. Obwohl ich vorhabe, mit diesem einen kleinen Koffer zu verreisen, habe ich hier eine Make-up-Tasche, eine Tasche mit Haarkram, den ich unbedingt brauche, jedes einzelne Teil davon. Und das klang ironisch, aber eigentlich war das nicht ironisch gemeint. Und dann noch diese große Kosmetiktasche mit dem ganzen Rest. Ich fange mal an mit dem größten Teil. Und zwar habe ich eingepackt das Balea Body Spray Brazil Mango aus der LE aus dem letzten Jahr. Die LE ist mittlerweile ein bisschen anders verpackt, aber sie ist halt jetzt im Sommer wieder da und heißt auch irgendwas mit Mango. Dann nehme ich Deo mit und ich bin so, so froh, dass ich nicht vergessen habe, es einzupacken. Irgendwie vergesse ich nämlich jedes Mal meine Zahnbürste und mein Deo einzupacken, aber nicht diesmal. Das ist das Garnier Mineral Protection 5 Deo. Es riecht fantastisch, es schützt richtig gut. Es hat nur dann nicht geschützt, als ich wirklich richtig Angst hatte. Und das war letztens im Kletterpark in Oberhausen, als ich auf 8 Metern Höhe war und runtergeschaut habe und mich nur so zwei kleine Karabinerhaken festgehalten haben. Danach habe ich echt gestunken. Aber ansonsten ist es super. Ich habe eine Hard Après Sun Sache hier von Bioderma. Die habe ich mal gratis geschenkt bekommen, als ich letztes Jahr das Gesichtswasser von Bioderma gekauft habe. Sonnencreme, ganz, 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 ganz wichtig. Das ist die Sundance Sonnenleitlotion mit Kokosduft mit 20er Lichtschutzfaktor. Ich habe übrigens auch noch 50er Lichtschutzfaktor hier von Aven, kam mal vor langer Zeit in der Glossybox. Oh, ich hoffe, Lichtschutzfaktor kann nicht irgendwie ablaufen, weil das Teil ist schon 1,5 Jahre alt vielleicht. Ich nehme außerdem so ein paar Sachen zur Gesichtsreinigung natürlich mit. Und zwar habe ich hier von Neutrogena dieses 2-in-1 Visibly Clear Reinigung und Masketeil. Ich nehme meine Augencreme aus dem Body Shop mit, die Vitamin E Augencreme. Und etwas, was mir meine Mama geschenkt hat, so ganz nach dem Motto in Deutschland, dass du beinahe schon alle Kosmetikprodukte aufgebraucht, die es auf dem Markt gibt. Also ja, schenke ich dir etwas aus Polen. Und zwar ist das von dieser Marke Jaja. Eine Creme, also hier steht es halt auf Polnisch drauf, Kuracja Antibakteryjna. Eigentlich ist es eine Creme gegen so Pickel und Akne. Aber die Verkäuferin im Laden hat meiner Mama gesagt, dass das halt auch eine Creme ist, die von Leuten, die jetzt nicht unbedingt so Hautprobleme haben, sondern noch junge Haut haben, benutzt werden kann. Kleines Duschgel von Treacle Moon, abgefüllt mein Garnier Micellenwasser in so einer kleinen PET-Flasche. Die sind immer super zum Verreisen. Und ich habe mir vorgenommen, keinen Nagellack mitzunehmen, sondern nur diesen Nagelhärter von Microcell und 10 Spreizer-Dinger, Rasierer und dann noch etwas, um meine wasserfeste Mascara zu entfernen. Und zwar sind das die D-Make-up Expert Wattepads, die schon so vorgedrängt sind und die tatsächlich endlich, endlich wasserfeste Mascara von euren Augen nehmen. Ich habe schon so viele Produkte dieser Art probiert. Die haben einfach nie wirklich meine wasserfeste Mascara entfernt. Ich trage immer viel wasserfeste Mascara, viele, 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 viele Schichten. Das sind die ersten vorgedrängten Wattepads, die tatsächlich meine Mascara entfernen. Das hat mich echt beeindruckt. Weiter geht's mit Tasche Nummer 2, das Make-up. Wie ich euch in meinem letzten Haul-Video schon erzählt habe, ich habe mir die Laura Mercier, den Laura Mercier Tinted Moisturizer Oil Free SPF 20 gekauft. Ich bin ein Roboter. Dann nehme ich den Garnier Augen Roll-On mit. Also das ist ein Concealer, einfach für unter die Augen. Der kühlt ganz schön wegen dieser Metallkugel. Ich nehme außerdem das Essence All About Matte Fixing Compact Powder mit. Das ist wirklich super. Ich habe es in den letzten 2 Wochen fast jeden Tag getragen. Kann es definitiv empfehlen. Sehr, sehr schönes Drogeriepuder. Für die Augenbrauen der Catrice Eyebrow Pencil in Date with Ashton. Nicht mehr dazu, ihr wisst schon. Von Rival de Loop Young, nee, einfach nur Rival de Loop, nehme ich noch diese transparente Augenbrauenmascara mit, weil meine Augenbrauen ohne einfach überall sind. Ich nehme 2 Rouges mit und zwar einmal wieder eines von Rival de Loop, diesmal Young. Das ist das Pretty Rouge in 01 Lovely Rosewood. Ich glaube mittlerweile wurde die Verpackung davon ein bisschen geändert, aber es ist so ein schöner Peachy-Ton. Und von Alverde nehme ich den 2-in-1, das 2-in-1 Rouge und Lippenbalsam in 20 Pretty Pink mit. Ich finde jetzt nicht, dass es super lange auf den Wangen hält. Aber es gibt so im ersten Moment und den ersten paar Stunden echt einen schönen Look. Ich glaube nicht, dass ich meine Augen häufig schminken werde, aber ich habe jetzt für wenn ich in Berlin oder so bin, ein bisschen was mitgenommen. Und zwar ist das einmal die NYX 10 Color Eyeshadow Palette.
Die habe ich schon ziemlich lange. Also die ist super, weil die halt wirklich eine schöne große Farbauswahl hat. Und wenn ich ein bisschen was Glänzenderes haben möchte, habe ich hier noch die Essence, ich glaube All About Eyes oder All About Nude Palette. Maybelline Gel Eyeliner in Black Chrome und ein brauner Kajalstift von Alverde. Ein paar Pinsel. Wirklich nichts Besonderes, das sind die, die ich immer mitnehme. Mein Labello Sun Protect Lippenbalsam. Noch ein blauer Kajal von BU, das ist der Softliner in 664, super schöne blaue Farbe. Noch etwas von BU, das ist diese super tolle Mascara, über die ich in letzter Zeit häufig gesprochen habe. Das ist die Power Volume Mascara in Wasserfest. Und dann Lippenprodukte. Einmal aus der P2 Summer Attack Limited Edition aus dem letzten Jahr, ein pinkes Lipgloss. Von Catrice, etwas, was es leider nicht mehr gibt. Das ist 220 Mrs. Brightside von den Ultimate Shine Lippenstiften. Und mein allererster Lippenstift, den ich eigentlich nicht mehr besitzen sollte, weil ich ihn hätte wegschmeißen sollen. Aber hey, ganz ehrlich, er riecht nicht komisch, er gibt nur schöne Farbe ab und nur ich habe ihn benutzt. Also das ist von Yves Saint Laurent. Die Farbe 150 und das ist ein wunderschönes Rot-Orange. Ihr wollt nicht wissen, wie alt dieses Ding wirklich ist. Aber ich kann euch dazu sagen, ich habe mit Lippenstiften erst sehr, sehr spät angefangen. Also, ja, erst vor ein paar Jahren. Das war Tasche Nummer 2, jetzt kommt Tasche Nummer 3. Haarprodukte. Als Shampoo nehme ich mit von Balea das Seidenglanz-Shampoo mit Feige und Perle. Dann habe ich mir so ein altes kleines Fläschchen von auch Balea, genau, das ist das hier abgefüllt. Die Feuchtigkeitsspülung benutze ich sehr, sehr gerne als Conditioner. Und wieder von Balea die After Sun Intensivkur zweimal. Und dann für nach dem Haare waschen, beziehungsweise so als UV-Schutzspray und auch so ein bisschen als Pflegespray, habe ich von L'Oreal das Sun Defense schützendes Haaröl. Es ist ein sehr schönes, leichtes Öl, das so ein bisschen Glanz in die Haare gibt. Es riecht sehr schön. Tangle Teaser. Letztes Kosmetikprodukt tatsächlich aus dem Body Shop, die Brazel Nut Define and No Frizz Lockencreme. Okay, und jetzt schalten wir rüber zu dem Rest. Ich nenne das einfach mal den Rest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das ist das gesammelte Chaos, das früher oder später, so der Plan, hier rein soll. Zu eurer Information, das hier ist ein Handgepäckkoffer. Ich packe meinen Koffer und packe ein Handtuch, das eigentlich viel zu groß ist für diesen Koffer. Und dann kommen T-Shirts, beziehungsweise eigentlich sind es mehr Tops. Und so würde ich sie normalerweise reinlegen, aber mir haben gestern ein paar Leute auf Instagram den Tipp gegeben, dass ich doch mal meine ganzen Oberteile und überhaupt meine ganzen Kleidungssachen rollen sollte. Das gäbe wohl keine Falten und es sei platzsparender. Also ich probiere es jetzt einfach mal aus. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Und das hier, das wollte ich euch zeigen, das habe ich neu gekauft. Das war letztens bei Mango. Im Schlussverkauf, ich finde es so schön und man sieht es vielleicht nicht, aber der Stoff ist so wahnsinnig schön leicht. Also dich rollen wir jetzt auch. Also ich habe von dem Trick vorher, muss ich sagen, noch gar nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig mache, aber ich versuche es jetzt einfach. Die nächsten Rollen werden aus meinen drei Kleidern bestehen. Und ich glaube, so unterm Bikini ist es echt perfekt. Ich gehe echt davon aus, dass das Wetter super schön wird, weil ich sonst absolut nicht vorbereitet bin auf diesen Urlaub. Also ich nehme nur kurze Sachen mit, wie ihr sehen könnt. Hose von Gina Tricot. Dann eine, oh Gott, ich habe die so gern, die ist von Pimki. Dann eine pinke, sehr, sehr kurze. Und dann die einzigen zwei langen Oberteile. Dann kommt meine Jogginghose-Rolle. Und außerdem eine Rolle Jeans. Ich nehme nur eine einzige lange Jeans mit. Mal schauen, ob das hinhaut. Mein zweiter Bikini. Ich darf auf keinen Fall vergessen, meinen neuen mitzunehmen, den ich euch in meinem letzten Haul gezeigt habe. Der trocknet noch gerade. Wir waren gestern schwimmen und der ist noch ganz nass. Ich habe hier noch einen Beutel mit Unterwäsche drin. Socken und Unterhosen. Jetzt nichts so besonders Spannendes. Ich hoffe zumindest, dass euch das nicht interessiert. Zwei Bandeau-Tops, das weiße und das schwarze. Straßenkarten von Polen, weil meine Mama meinem Navi nicht traut. Und meinen Kalender. Dann das Buch, das ich letztens gekauft habe. Ich habe es auch schon angefangen zu lesen und bisher mag ich es richtig gerne. Sportschuhe, Flipflops müssen irgendwie noch rein. Die sind neu, also kann ich die einfach so reintun. Also ich schwöre euch, mit denen bin ich noch nicht gelaufen. Okay, und dann... Oh oh.
mir noch zwei von solchen leeren Plastiktüten mit für so Wäsche. Okay, und feuchte Tücher. Ich glaube, mein Hut passt nicht noch wirklich hier drauf. Okay, Leute, ich glaube, das wird nicht passen. Oder doch? Moment. Ich habe übrigens größere Koffer als diesen hier, aber ich denke mir immer, wenn ich so einen großen Koffer mitnehme, dann packe ich viel zu viel Kram ein. Wow, es klappt! Den ich niemals benutzen würde. Und so habe ich alles in einem und irgendwie ist das ein bisschen kompakter. Ich habe es lieber... Oh, was ist denn hier drin? Oh, Mascara, Lippenstift. Hä? Ich finde immer irgendwo Schminke in meinen Sachen. Das ist ganz witzig. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass ich noch ein, zwei Sachen vergessen werde, aber ich glaube, so das meiste müsste jetzt wirklich gepackt sein. Kleiner Tipp für euch. Ich schreibe mir immer so eine kleine Liste beim Packen bzw. vor dem Packen mit Sachen, die ich auf keinen Fall vergessen sollte. Also hier steht zum Beispiel drauf, dass ich meine Akkus für mein Handy und für meinen PC mitnehmen sollte. Zahnbürste, immer das, was ich vergesse, so der Klassiker. Ich schreibe das immer ganz gerne schon beim Packen. Also wenn mir gerade einfällt, oh, ich sollte noch einen Ausweis mitnehmen zum Beispiel. Ich stand mal am Flughafen ohne Ausweis, das war super. Ich habe den Flug verpasst. Das war's von mir für heute. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Falls ihr in nächster Zeit in die Ferien fahrt, in den Urlaub fahrt, ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns hoffentlich am Freitag wieder. Macht es gut und bis dann. Und er ist praktisch, weil er hier noch dieses kleine Puder hat, wobei andererseits dieses Puder benutze ich nie. Also ich weiß nicht, wie praktisch das ist. Eigentlich macht es nur die Verpackung klobiger. Und dann, um das Ganze zu... Das klingt total bescheuert, aber ich möchte einfach, dass mein allererster Lippenstift für immer lebt. Es war halt ein sehr teures Produkt, 48 Euro, und ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher.